85. Ist das noch getroffen? Das ist noch getroffen, aber tatsächlich nur ein Erfolgsgrad. Okay. Das heißt, zwei Schüsse insgesamt treffen. Dann sag mal hoch oder tief? Tief. Okay. 87. Du siehst, wie dein Boltgeschoss auf wen hast du geschossen? Auf die Ork, auf die MacBoys? Auf die Horde, die mir am nächsten ist. Genau, dann auf die Fußgänger. Du kannst sehen, wie es wohl dein Boltgeschoss zerstiebt, ungefähr 2-3 Meter vor den Anlaufenden. Es blitzt einmal merkwürdig vom Ork-Boss und dann riecht es stark nach Ozon. Also der scheiß Schutzschild. Der Schutzschild, genau. Denn der hat eine Reichweite von 15 Schritt und damit sind alle seine Ork-Boys oder Mac-Boys in dem Radius von dem Force-Field-Projektor. Und der funkt und stiebt einmal, blitzt auf und sowohl deine Bolt-Munition ist weg, als auch der Force-Field-Projektor, der jetzt gerade ausgefallen ist. Oh, das ist doch auch gut. Das ist auch gut, ja. Dann bin ich jetzt dran. Der Ork-Boss wird tatsächlich dann jetzt an seinen Gürtel greifen und während einer von seinen Mac-Boys fährt, schießt er wohl, weil er bisher nur dich gesehen hat, die anderen... doch, er hat den Schuss jetzt von Gabriel gehört, aber den kann er auch nicht sehen. Nein, den hat er nicht gehört und auch nicht gesehen, denn er hat kein Mündungsfeuer und ist absolut geräuschlos, dadurch, dass ich eine Waffe habe, die mit den schallgedämpften Patronen... Die hast du dir eingepackt, du hast recht. Interessiert ihn auch nicht, er wollte sowieso Octavius angreifen und dementsprechend wird er... Ich muss gerade mal schauen... Er greift an seinen Spanner, an seinen Megablaster. Und das ist um einen Punkt geschafft, ne? Nee, gar nicht. Ist es nicht geschafft. 33. Ist es nicht Stärke. Er feuert wohl in deine Richtung und du siehst, wie ein Energieblitz aus seiner kruden Waffe in deine Richtung explodiert und Steine wohl neben dir zerschieben und gegen dann dein Visier prallen. Ich gebe dir mal kurz. Ich ziehe ein bisschen den Kopf ein, aber bleib noch in Schussposition. Ja. Spaßeshalber wären das 30 Schaden gewesen. Aber knapp vorbei ist auch vorbei, Frosty. Das ist richtig. Ich wollte dir nur einmal demonstrieren, was er gleich an dir mit deinem Kopf macht. Dann darf Bruder Ifrit, der ist immer noch nicht in Reichweite. Die sind nicht näher gekommen. Die fahren jetzt gleich. Dann ziehe ich einmal mal vor. Die laufen, muss gerade mal gucken, die laufen 11 und schießen jetzt mit ihren Shooters auf Octavius. Und die anderen fahren und schießen auch mit ihren Shooters. Ich komme diese Runde wieder nicht ran. So, warte. Ich schieße jetzt einmal auf Octavius. Die Horde hat mittlerweile ist irgendwo bei 20, 21. Das heißt, sie machen... erstmal ihren ganz normalen Angriffswurf. Oh, ist das herrlich. Und alle ihre, es sieht wohl so aus wie Bolt-Munition, die da um dich hin rumspritzt. Ihre Shooters verschießen halt irgendwas und sie glauben daran, dass es hilft. Aber sie fuchteln damit wild herum, wie es Orks eben tun, und schießen verschiedene Steine ab, die dann wieder um dein Gesicht herum abgesprengt werden. Treffen da wohl wieder nicht, aber vor allem dieser große Buggy nähert sich dir sehr gefährlich und die könnten dich, wenn sie über die Steine fahren und gegen die Wand fahren, dann du weißt nicht, ob die das machen. Wenn der Mac-Boy verrückt oder der Ork-Boss genug verrückt ist, dann macht er das sogar. Wenn er dich überfährt, bist du tot. Kurze Frage, kann man nicht verzögern? Ja, du darfst jetzt mit deiner 13 dran sein. Dann kommen wir hier aus dem Stein raus und Feuer für jeden. Ja, du setzt an und mit deinem großen Spray kannst du dann 30 Meter im Prinzip alles von ihnen versenken. Jetzt musst du mir nur sagen, worauf ich würfeln muss. Ich glaube, ich muss auf gar nichts würfeln, die müssen würfeln. Da das eine Flammenwaffe ist, muss ich nicht mein Ballistic Skill testen. Ernsthaft? Ja. Alles vor mir in einer 30
Grad-Zone wird getroffen. Und alles, was drin ist, muss einen Agility-Test schaffen, sonst werden die von den Flammen erwischt. Ein Agility-Test, okay. Genau, da ich Cleanse and Purify habe, ist dieser um 20 erschwert. Ja, sie haben 30 Agility und wenn du den um 20 erschwerst, würfeln sie auf die 10. Sie haben eine 82 gewürfelt und ja, wie gesagt, es riecht nach verschmortem Pilz. Es stinkt nicht nach Hautfetzen oder so etwas. Und dann hörst du großes Quieken. Wie viel Schaden machst du mit deinem schweren Flammenwerfer? 2d10 plus 6. 2d10 plus 6. Und du machst damit aber Schaden an Horden, ne? 2d10 plus 8 mache ich tatsächlich. Weil ich habe Mighty Shot, das heißt, ich mache nochmal 2 Schaden extra im Fernkampf. Du hast doch eben gesagt, du hast Meisterschütze oder war das was anderes? Mighty Shot. Eine Flammenwaffe richtet so viele Treffer bei einer Horde an, wie ein Viertel ihrer Reichweite aufgerundet. 1W plus 5. Das sind. Ein Flammenwerfer mit einer Reichweite von 10 verursacht also 1W5 plus 3 Treffer. So, du hast jetzt eine Reichweite von 30. Ja. Das heißt, es sind 7,5, sind wenn 8. Wir das doch vier teilen. 1W5 plus 8. Für 13. Ja, damit reduzierst du die Horde um 13. Das ist trotzdem ziemlich krass. Dann sind sie bei 12. Ja, damit kannst du auf alle Fälle die gesamten MacBoys, die zu Fuß gegangen sind, die keine Deckung haben, die kannst du davon runtergeholt haben. Die anderen werden sich in ihrem Fahrzeug abgeduckt haben und vor der Flammenwand so halb in Sicherheit gegangen sein. Zumindest die Frage, glüht. Was mache ich mit dem Fahrzeug? Oder was macht das Feuer mit dem Fahrzeug? Gar nichts. Die Orks, gar nichts, das leuchtet einfach rot. Wir brauchen keinen Tank. Das wird schneller als das Fahrzeug. Also die brauchen schon einen Tank, aber naja, wirklich wichtig ist es nicht. Wenn sie meinen, dass das explodiert, dann explodiert es, aber nur weil sie daran glauben. So, Bruder Cry, 10. Ja, ich glaube, ich renne. Da sind genau 30 Meter. Dann kannst du rennen und Gabriel, du hast keine Sicht mehr. Was machst du? Hat irgendwer bestätigt, dass der Plan gerade voll aufgeht? Natürlich. Ah. Nein. Nee, der Plan war scheiße. Warum? Also, wir jetzt ja, dann, platt. Ihr seid nur ein bisschen weit weg in eine andere Richtung gegangen. Ja, dann kann ich nochmal laufen. Er geht nicht zu gut auf. Kommt drauf an, ob du sprinten willst oder nicht. Also so wahrscheinlich 18 Meter, wenn du sonst nichts machst. Was hast du denn für ein GEB? 4. Dann kannst du... Volle Bewegungen sind 8. Genau. Rennen sind 24. Ja, also dann sprintest du voll durch, 24 Meter. Eigentlich wollte ich mich nur in besserer Schussposition bewegen. Du kannst du ja auch machen, du kannst dich da ja auch wieder hinknien. Kann ich darüber sehen? Nee, an der Stelle nicht. Also du kannst da nur noch hier. Nur noch an dieser Stelle dann vorbeischießen. Ja, da sind die gleich weg. Also ich sprinte, ich bin jetzt 8 dahin. Das ist ungünstige Position. Ich will vielleicht hier auf den Schotterhaufen rauf. Ja, genau, also wenn du dich dann hier, kannst du dann über diesen Vorsprung kannst du dann nach oben springen und dann ich wäre auch vielleicht hier sogar da drauf. Das würde funktionieren. Gut, dann ist Gabriel durch. Nächste Kampfrunde Octavius. Ja, ich baller jetzt mal auf den Buggy, weil ich will nicht, dass der näher kommt. Der fährt noch, genau. Fahren tut gerade ein MacBoy, nicht der Boss. Ja, 8 Schüsse treffen auf den Buggy. Also ich versuche den Motor zu beschädigen oder zur Explosion zu bringen. Okay, hoch oder tief? Hoch. Hoch. Das ist aber tief. Dann ist das Glück der Orks wieder bei ihnen und das Fahrzeug fährt weiter, obwohl deine Schüsse durchschlagen, wohl das Sichtfeld vorne, die wenigen Bleche dann zerfetzen, die sind sowieso rot glühend, teilweise auch schwarz von dem Promethium, zerschlagen, explodieren auf der Rückseite und du siehst wohl auch, wie einige Orks wieder in Arme und Beine getroffen werden. Das scheint sie aber wieder nicht zu stören.
Also mein Sturmbolter macht richtig, richtig viel Damage, gell? Das weißt du? Ja, aber das wissen die Orks nicht. Ja, ich glaube, ich würde auch einen kleinen Panzer damit stoppen und einen Buggy auf jeden Fall. Okay. Der hat aber den Motor hinten drin, das ist die Sache. Gib mir mal, ich muss gerade mal in den Fahrzeugen nachgucken. Jericho Reach, Fahrzeuge. Ich würfel mal Schaden, ja? Ja, würfel mal Schaden. Der Buggy, der fährt halt nicht mit Prometheum, sondern mit Treu und Glauben. Ja, der Motor ist einfach im Heck. Problem gelöst. Das wären 23 Schaden pro Schuss. Das heißt 8 mal 23 Schaden. Okay, gut. Dann siehst du, wie du die vordere Seite durchlöcherst. Die Boltmunition explodiert weiter. Du siehst wohl, wie diese aufgemalte Schalltafel wohl ein paar Funken sprüht, obwohl es nur Farbe ist. Und zwei vordere Reifen, Reifen sitzt nicht wirklich. Irgendwas zerplatzt da zumindest und die Achse springt ab. Und er kommt dann mit viel Geschwindigkeit kommt er dann irgendwann zum Stehen. Und zwar mitten in den letzten Prometheum-Spuren von eurem Bruder Ifrit. Der da wohl so ein bisschen einmal gegen den Prometheum-Tank klopfen muss, während die anderen rennenden MacBoys dann gebraten schon am Boden liegen. Aber das Fahrzeug kommt zumindest zum Stehen. Sehr gut. Gut, dann ist mein MacBoss dran und er springt einmal ab. Die anderen würden auf Bruder Ifrit gehen und der Ork-Boss springt auf dich zu. Dann hat er eine Aktion gemacht und die andere Aktion würde er tatsächlich auf dich zuhauen. Er hat seinen Mega Blaster hat er eingesteckt und er wird jetzt mit seinem Chopper nach dir hauen. Sein Sparky Chopper Spanner, der an dem irgendwelche Elektrizitätssachen und Funken herumstieben und blitzen. Und dann möchte er gerne zuschlagen nach dir. Ich sag mal, nee, das darf er nicht. Gucken, warum? Vielleicht hilft es ja. Du siehst, wie er springt. Und ich bin was, ich darf. Und dann schlägt er zu. Du hast keine Waffe dabei, ne? Kannst du mal ausweichen würfeln. Ja, ich mach mal ausweichen. Nee, 65, ne. Dann. Ich schippe mal. Für deinen Wurf. Dann mach mal. Ich hab sowieso nicht so viel. Sehr gut. Schicksalspunkt raus. Ich mache aber sowieso nicht so viel Schaden, weil ich nur eine 2 gewürfelt habe. 18 Pen 5. Du hast eine 8er Rüstung. Dann Pen 5. Bleiben 3 Rüstungen noch übrig. Was trifft er denn wo? Ich habe gewürfelt eine 33. Körper. Body, das ist 10. 10er Rüstung sogar. Oi, komm her! Ja, er macht mir einen Schaden. Ja, habe ich mir fast gedacht. Er hat aber nicht gut gewürfelt. Oh, und das war nur eine halbe Aktion, die er hatte, weil er sich doch bewegt hatte. Dann, nach mir sind die Ork-Boys dran, beziehungsweise Bruder Ifrit, du kannst sehen, du hast zwar eine ganze Menge von ihnen gegrillt, da kommen aber noch welche auf dich zu und das sind 4 Stück, die jetzt mit ihren eigenen Choppers nach dir hauen. Ja, auch wenn die auf mich zurennen, würde ich einfach mal wieder grillen. Weil hast du eine Kernreichweite oder sowas? Du kannst vor allem keine schweren Waffen im Nahkampf nutzen. Da war doch sowas, oder ja, nicht? Genau, das ist das Problem, was du jetzt hast. Also, was ich habe, das muss ich jetzt nachschauen, wo das stand, weil ich darf irgendwas mit der schweren Waffe machen, was ich nur, wo ich die als normal behandeln kann. Ja, du kannst dich wahrscheinlich bewegen. Selbst. Genau, du kannst dich. Richtig, genau. Du musst auch nicht bracen. Ist hier das Space Marine. Hat diese Fähigkeit, ist das Schwere. Space Marine, tatsächlich. Aber was du machen kannst, du kannst eine Aktion aus dem Nahkampf lösen machen oder du kannst einfach weggehen und dann können die einmal auf dich draufhauen. Free Action. Und dann könntest du ballern. Aber dann kriegst du halt vielleicht Schaden, wenn die auf dich draufhauen. Ah, genau. Also ich kann, wenn ich bewege und schieße, eine schwere Waffe als normale Waffe zählen. Wegen meiner speziellen Rüstung. Wegen der History von meiner Rüstung. Ja, aber das spielt halt im Moment keine Rolle. Du bist im Nahkampf und im Nahkampf kannst du die schwere Waffe nicht schießen. Du kannst im Nahkampf nur mit einer Pistole schießen. Ja, dann gehen wir doch auf Distanz. Ja, und dann können sie halt einmal auf dich drauf
Genau. Oder du machst halt die Aktion aus dem Nahkampf lösen, dann können sie nicht auf dich drauf fahren. Aber ich glaube, aus Nahkampf lösen ist volle Aktion, das heißt, du kannst danach nicht mehr angreifen. Ich weiß nicht, ob du dich gegen eine Horde lösen kannst, das weiß ich gerade nicht. Also ich wäre jetzt einfach nur zurückgegangen, um weiter zu grillen. Ja, dann hauen sie halt mal drauf, ne? Gut. 69 von den MacBoys, das schaffen die auch nicht. Dann versuchen sie mit ihren Hackmessern nach dir zu schlagen und du kannst so ein bisschen versuchen, auch wenn deine Waffe schwer ist, auszuweichen, kannst die ein oder anderen Sachen dann auch mit einem schweren Flammenwerfer ablenken. Das wird dir der Maschinengeist vielleicht nicht ganz so verzeihen. Willst du mit dir tatsächlich an der Rüstung abgleiten lassen? Dafür trage ich sie ja. Ja, okay, gut. Wie gesagt, dein Maschinengeist, deine Rüstung ist das natürlich nicht ganz so recht, dass du ihn dann missbrauchst, aber wenn sie dann nach dir hacken, kannst du noch einmal zutreten, zurückspringen und dann hast du wieder so ein bisschen Entfernung aufgebaut. Dann ist Bruder Cry dran. Ist das nicht eine... Kann ich dann nicht noch feuern oder ist das irgendwie... Nee, du hast dich jetzt gelöst und nächste Runde kannst du dann wieder schießen. Nee, also er wollte ja nur ein paar Schritte weggehen und diese Aktion aus dem Nahkampf lösen nicht machen, damit er danach noch angreifen kann. So, okay, habe ich es jedenfalls verstanden. Gut. Damit man dann nochmal grillen kann. Dann versuch's. Weiche aus. 5. Sie weichen aus. Du bist einfach zu nah dran. Dein Flammenkegel entfernt sich natürlich auf die 30 Meter ideal zu einer schönen Form. Und so nah dran, wie sie stehen, tauchen sie einfach nach links und nach rechts weg und weichen dir aus. Ich ziehe noch gerade mal die Schablone ran. Und sie stieben einmal nach da und einmal nach da. Gerade waren sie noch in Reichweite. Bruder Cry. Ja, kann ich an die ran? Das weiß ich nicht. Ja, bevor sie weggerannt sind, waren sie noch in Reichweite. Du kannst in den Flammenkegel von Ifrit laufen. Ja, kannst du nicht die anderen da nehmen, die noch weiter näher? Die sind tot. Achso, die sind alle tot. Ich würde eher Ifrit helfen. Ich bin auch voll der krasse Nahkämpfer, Jungs, gell? Mit deinen Sturmpoltern. Also ich würde mich halt... Also das ist halt 2 Meter zu kurz. Jetzt, ach ja, ganz nachdem kurz sie ausgewichen noch sind. Wenn die einmal getroffen wurden, müssen sie einen zweiten Geschicklichkeitstest schaffen, sonst brennen sie. Ja, ja, dann hast du sie angesteckt und die Kleidung und die Haut brennt und die brennt. Genau, Auswirkungen von Feuer, Feuerschaden steht dann auch im Regelwerk noch drin, wenn sie dann anfangen zu brennen. Flammenwerfer sind so eine schöne Waffe. Steht aber auch bei der Horde-Regel dabei, dass Horde nicht in Flammen stehen. Die kriegen einfach dann ihren Horde-Schaden so. Ja, und? Cry, wie sieht's aus? Ja, ich kann bis dahin chargen, wo ich jetzt bin. Ja, und dann? Achte, gerade eben wäre ich noch dran gekommen. Dann renne ich die letzten Meter in den Nahkampf. Gut, dann bist du nächste Runde dran und kannst vielleicht die Horde angreifen. Schrei Buh. Wenn mich mal jemand bemerkt. Das ist keine schlechte Idee, mach doch eine Einschüchtern-Aktion. Nee, ich brauche volle Aktion, um zu rennen, obwohl... Der MacBoy schaut dich an, irgendwie mit seinem Rücken an den Stein, an der Steinwand. Hab dich gesehen, du nicht lila. Dann ist Gabriel dran. Ich hab die größere Waffe. Gabriel legt noch die letzten paar Meter auf die erhöhte Position, richtet seinen Bolter schon in Richtung von Octavius. Und zielt diese Runde. Gut. Ziele auf den grünen, nicht auf den blauen. Was ich dann am Ende treffe, sehen wir. Ja, eine halbe Runde gezielt, keine ganze. Auch der Dark Angel, ne? Will das Zweihandschwert nicht und fängt jetzt an, mit dem Bolter zu snipern. Du weißt schon, dass die Inquisitorin alles sieht, ne? Hier gibt es Videoaufzeichnungen von allem. Nicht nur noch in Helm, hier sind überall Videogeräte. Vidrekorder. Dann nächste Kampfrunde. Octavius, du bist im Nahkampf. Ja, supi. Vielen Dank, dass ihr mich alle unterstützt habt. Das war euer Plan. Du wolltest ja den Chef nicht machen. Unser Schwertkämpfer ist einfach nicht rangekommen. Mein Spanner macht dich einen Kopf kürzer. Sparky, Sparky.
Ich meine, ich könnte natürlich einen Nahkampf-Hit von ihm versuchen auszu... Okay, ich bin auch auf der 15, dann fange ich einfach mal an. Vielleicht schauen wir mal, er würfelt seinen Waffenwert. Und 36, er trifft. Ich weich aus und versuche aus dem Nahkampf rauszukommen. Diesmal auch grandiose 21 Punkte. Nicht geschafft. Sehr gut. Dann kriegst du 21 Schaden, wieder Pen 5. Und zwar auf der 12. Was ist denn die 12? Rechter Arm. Dann auf dem rechten Arm sind 8 Punkte. Sehr gut. So langsam macht's Spaß. Er kneift seine Scherenkralle auf und zu, klickt damit so ekelhaft, reißt sein Maul auf, sein rotes Auge fokussiert dich. Deswegen bin ich der Boss. Du hast noch eine Aktion, ne? 15? Ja, einmal also wie gesagt, ich habe versucht, mich aus dem Nahkampf zu lösen. Das hat wahrscheinlich jetzt nicht geklappt, aber ich mache das jetzt trotzdem, dass ich ein paar Schritte weggehe. Mhm, ich riskiere noch halt nochmal den Hit. Ja, 50. Ich muss gucken. Ich glaube, das schafft er nicht. Es sei denn, es ist nochmal erleichtert. Nee, eigentlich nicht. Nee, warte mal. Er trifft auf die 45. 50 hat er nicht geschafft. Gut. Dann mache ich vollautomatischen Feuerstoß auf ihn. Och, komm schon. Kernschuss ist das, ne? Kernschussreichweite? Ja, plus 30. Die treffen alle. 14. Dann mach mal deinen Schaden. Er kann trotzdem versuchen auszuweichen, ne? Er hat ja noch eine Reaktion. Versucht das auch. Oh, was ist das für ein Dreckschaden? 25, er schafft das auch. Er weicht aus. Ja, aber wie vielen Schüssen? So, Agility ist 41. Das heißt, er hat einen Erfolgsgrad. Einen. Ja, dann weicht er einen von 7 aus. Also einen von 7? Also 7 kommen noch. Achso, 7 kommen noch durch. 7, also hast volle 8 Schüsse, alle getroffen? Genau. Aber leider nur 14 Schaden pro Schuss. So, dann muss ich jetzt einmal kurz, also, du triffst wohin? Das ist wichtig, weil seine Rüstung ist sehr spektakulär, die ist nicht überall, die ist überall woanders. 14 gewürfelt ist 41, das müsste Torso sein. Body ist 9. Er hat eine 9er Rüstung. Und sein Widerstand ist 8. Was hast du für eine Pen? Achso, ich habe noch 5 Pen, ja. 5 Pen, dann bleiben mir 4 plus 8 sind 12er Rüstung. Und du hast 15 gemacht. Das sind 3x7. Ich habe 14 7. gemacht. Nee, das und ist nicht 14. Dann kommen 2 Schaden pro 2 Schuss. 2x7 sind 14. Genau. 14 Schadenspunkte. Er grinst dich weiter an, während du seinen Körper durchsiebst mit deinen Boltenmunitionen, die dann auch in seinem Körper explodieren, reißt aber nichts ab und er brüllt: Das mache ich wieder mit Metall fest! Taka, taka! Ja, ich sag jetzt mal leicht panisch, mit leicht panischer Stimme, ich könnte hier Unterstützung brauchen, Männer. So, 15 ist durch. Dann Bruder Ifrit. Die sind jetzt durch und wieder an mich ran. Ja, die sind, einer steht hier und der andere steht da, ja. Das heißt wieder Nahkampf. Wie funktioniert Einschüchtern? Du hast deinen Helm auf, ne? Dann müsstest du den einmal auf maximale Frequenz stellen oder maximale Lautstärke, Amplitude aufdrehen und dann würfelst du einschüchtern und versuchst mal die Horde auseinanderzutreiben. Könnte funktionieren, ihre Masse ist nur noch bei 12, nicht mehr bei 30, also die sind schon ziemlich dezimiert. Aber solange ihr Ork-Boss oder ihr Mech-Boss steht, hören sie vielleicht auf den. Dann mach doch mal eine vergleichende Probe einschüchtern gegen den Boss. Worauf wird das gewürfelt? Fellowship. Stärke ist das Attribut. Stärke? Okay, kein Fellowship. Nee. Dann hat der eine 52er Stärke. 19, sehr gut. Was hast du denn für eine Stärke? 1. Wie viele Erfolgsgrade sind das? Ich habe Stärke 40 und bin talentiert und habe es normal trainiert, also ich würde bis 50 bestehen. Dann schaffst du es sogar, ja. Ja, aber du hast doch noch Boni von Servorüstung, irgendwie 30 oder sowas. 20 ist der Bonus von Servorüstung. Ja, 20, plus 20er Bonusstärke. Und dann noch ein Bonus wegen übernatürlicher Stärke.
Okay, dann reicht das zumindest. Also der Mac-Boss hat gut gewürfelt, aber das schaffst du. Du reißt die Amplitude von deinem Helm auf, deine Augen funkeln rot und was schreist du ihnen entgegen? Brennt! Sie weichen zurück, gut für Cry, und greifen zumindest dich nicht mehr an. Dann ist Bruder Cry dran. 10, du hast gerade zwei Orks, die dir in quasi zumindest einen Ork, der dir in dein Messer gleich reinläuft. Kann ich da durchchargen? Du möchtest da durchchargen? Zu dem Boss. Ach, zu dem Boss. Ich muss gerade mal schauen. Der Prometheum ist ja wieder gerade aus, ne? Hat er ja nicht geschossen. Dann kannst du jetzt wieder durch. Die Flammenwand ist weg. Also es brennt noch auf dem Boden. Tropfelt da so ein bisschen schwarz, irgendwie schwarzes Prometheum, was da jetzt auf dem Boden als Lache liegt. Aber du kannst da durchchargen, ja? Ja, das passt zur Rüstung. Ja, der ist noch 10 Meter entfernt. Das wäre voll in Charge-Reichweite. Dann los. Dann drückst du die Runen auf dem Drachenzahn. Und die Runen leuchten grün auf und leichte grüne Blitze, die das Ganze umspielen. Ja, ich hau ihn um. Gut, das ist ja ganz normal dein Nahkampfschaden, also dein Nahkampf Wertarmel würfeln. Und wenn du treffen solltest, 2W10 plus 8. Triffst du das? Na, muss ich kurz nachgucken. Sonst kannst du Schicksalspunkten. Ich bekomme plus 20 für den Charge, weil ich dieses Talent habe. Dann reicht es um einen Punkt nicht, dann würde ich das Schicksalspunkt. Ich wollte gerade sagen, Schicksalspunkt, genau dafür hast du den. 70, das ist auch schlecht, aber es reicht. Es ist immerhin, ja, es ist immerhin. Der Drachenzahn macht 2W10 plus 8 Energieschaden. Plus Stärkebonus. Plus Stärkebonus. Und das also Tolle ist. Dann bei 31. 31, Moment, 31 muss ich mir notieren. Und der Durchschlag ist 10. Das heißt, meine Rüstung ist überall negiert. Ich habe noch einen Widerstand von 8. Du machst 31 Schaden. 31 minus 8 sind 23. 23 Schadenspunkte. Was schlägst du ihm denn ab? Seine Kralle. 70 ist doch irgendwie 0,7. Ist doch Kopf. Ja. Dann, ja, das Problem ist, dass er selbstverständlich da Rüstung hat, viel Rüstung. Auch wenn du da durchschlägst, du schneidest ihm zumindest Teile von seinem Energie-Modulkanister ab, sodass es weiter blitzt und dann gib mir mal hoch oder tief? Ja, hoch. Hoch. Okay. Dann merkst du, wie er einmal verschwindet, es blitzt, es stinkt widerlich nach Ozon und er steht plötzlich wieder vor dir. Er ist ein bisschen orientierungslos und taumelt zwischen euch hin und her. Irgendeine Teleportfunktion von ihm ist da wohl gerade kaputt gegangen. Dann ist Gabriel dran. Ja, Gabriel knurrt einmal, dass Krei auf den Boss zugestürmt ist, auf den er gerade gezielt hat. Jetzt will er nicht mehr auf ihn schießen, denn das Missionsziel ist, die Waffe auszutesten. Und so lasse ich die halbe Aktion zielen verfallen und nehme diesmal eine halbe Aktion zielen, um einen auf der Waffe zu schießen. Den hier kannst du, ja, die sind noch ein Schuppen. Zu weit in der Wand. Genau. Krieg also eine plus 10. Mit der 26 habe ich damit auch genug Erfolgsgrad, um zusätzliche 2W10 Schaden anzurichten. Ja, wenn du über Rüstung und Widerstand kommst, kannst du zumindest einen wieder ausschalten, weil sie noch als Horde gezählt werden. Ja, gut, das ist 19. 19, gut, dann geht die Horde auf 11. Du schießt auf den Orkboy und tatsächlich, der fällt dann auch um und bleibt dann als Pilzspore liegen. Nächste Kampfrunde, Octavius. Ja, kein Schuss. Ich baller vollautomatisch auf den guten Boss drauf. Denk an unsere Zielvorgabe.